Hallo Welt, da sind wir wieder im Jahr 293 am Tag 113. So lange sind wir schon unterwegs hier. Oh, das lassen wir erstmal liegen, bevor wir weiterziehen durch die Savanne. Unserer D geht es noch sehr gut. Ach, da kommt nichts mehr runter. Sollten hier nicht Nüsse liegen irgendwo? Mal sehen, wir haben doch einiges entdeckt und so. Bevor wir jetzt losziehen. Nichts. Hier hat sich nichts getan. Gar nichts. Okay, die Nacht ist kurz. Schnappt euch alle was. Ich nehme mir das Ding hier mit. Ach so, kommt alle mit. Mitkommen jetzt. Grapscht euch alle hier so ein Ding. Oh, schafft ihr das noch durch die Wüste? Habt ihr alle einen Stock? Ach, so weit ist es doch nicht. Oh.
Das könnte der letzte Ort hier in der Savanne sein. Okay, weiter geht's. Vertreibt das! Das macht hier nur Lärm. Lockt die ganzen wilden Tiere an. Können wir die wohl auch verscheuchen? Oh, das sieht aber schön aus hier. Einfach so ein Fels mitten in der Savanne. Entdeck das! Felspfeiloase. Oase hört sich immer gut an. Oh. Ja, das sieht auch ganz schön aus hier. Okay, dahinter ist ein See. Oh mein Gott! Was für ein Theater! Da ist wieder ein Meteorit runtergekommen. Und wir wissen ja schon, was wir dann machen als nächstes. Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wo unser alter Meteorit geblieben ist. Ich denke... dass hier irgendetwas noch ein Geräusch macht. Und ich denke, dass wir hier umsiedeln, hierher. Und, ja, da ist doch was am Qualmen. Was haben wir da? Was ist das? Da ist auch etwas am Qualmen. Zwei Kometenteile. Drei.
Dann bin ich dafür, dass wir uns das da erstmal angucken, dann das da und das zum Schluss. Und dass wir dann wieder Richtung Strand gehen. Von hier aus sieht es gar nicht so weit aus. Ich glaube, der Strand war für uns das Beste, das Sicherste. Ach so, ich habe den einen Stein da oben gelassen. Na egal, wir haben den Rubin, der ist viel schöner. Hey, das ist ja cool hier. Dass mir keiner an den Rubin geht, das ist meiner, ja? Oh, das ist aber schön hier. Ach so, ich kann ja gar nicht. Das ist im Wasser hier. Ich will die Ansicht, wollte ich ändern, wollte ich sagen gerade. Aber das kann ich ja gar nicht. Wir haben mehrere Regale hier. Und hier legen wir den Paarungsschlafplatz hin, ja? Rückt mir mal nicht so auf die Pelle hier. Oh, schön hier. Ja, okay, es ist nicht so gut geschützt, aber das muss reichen. Oh, was ist das Mysteriöses? Eine Höhle fast. Na, haben wir hier Schlamm in der Nähe? Oh, das ist gut. Da können wir uns alle schön einsauen gleich, bevor wir losziehen. Dann können wir auch tagsüber los. Aber das wird in dieser Generation nicht mehr passieren. Mit der nächsten Generation machen wir das. Boah, krasser Schutzschild. Erstmal siedeln wir um jetzt. Unsere neue Siedlung. Und die Vögel sind auch da. Keine Palme, doch eine Palme. Na, das ist die beste Siedlung jetzt auch noch nicht. Ja. Ich baue uns hier ein kuscheliges Nest für später. Naja, das Ding steht nicht so gut hier. Das andere schon. Dann hört mir noch mal zu, alle. Macht das hier. Und dann macht das hier. Und dann das hier. So, jetzt habt ihr alle Hände wieder frei. Ist da einer runtergefallen? Nicht ins Wasser springen. Kein Kopfsprung. Das ist ein bisschen flach.
Unser D geht's aber noch richtig gut, aber die anderen, die sehen alle nicht mehr so gut aus hier. Macht mir schon ein bisschen Sorgen. Oder wisst ihr was? Wir holen die hierher alleine, die Kometen. Egal welchen. Wir nehmen den da zuerst, der zuerst kommt. Er sieht gar nicht so weit weg aus. Was ist das Rote? Nur eine Pflanze, okay. Inspizieren, was Neues? Grünes Wasser. Neue Nahrung entdeckt. Quelle mit stehendem Wasser. Oh, das wird nicht gut kommen, oder? Hier ist noch mehr zu entdecken. Oh, nein, nein, lass das lieber. Ich habe mir das doch schon gedacht. Wenn das Wasser hier so aussieht, dass es nicht gesund ist, gibt es eine Palme in der Nähe? Ja, etwas benebelt. Jetzt gucken wir irgendwie schief, glaube ich. Ja, aber mit dem Wasser muss man doch auch noch irgendwas anfangen können, oder? Nicht notwendigerweise. Aha. Ist nicht gut für den Magen. Bekommt man Halluzinationen davon? Aber früher oft diese Kometen runtergesaust. In den ersten 300 Jahren ungefähr. Oh, bei den Elefanten. Na gut, dass der Komet keinen Elefanten erschlagen hat. Peter wäre entsetzt. Oh, die lassen wir jetzt mal aus dem Spiel. Ah, gleich geht's schon wieder. Ist nur vorübergehend. Was ist das? Vorsicht, könnte heiß sein. Es qualmt ja noch total.
Keine Angst davor? Neue Sehenswürdigkeit entdeckt? Der Meteoritenstandort im Gebiet Baobabs. Mit dem Universum. Wachsendes Neuraum, endlich Ansiedlung. Wie jetzt? Und wir können hier nicht schlafen gehen? Ich kann mir das nicht mal angucken. Aber es hängt wohl wirklich damit zusammen, dass wir wandern müssen. Rein damit. Den Kometen nehmen wir mit. Ob wir die Elefanten reiten können, habe ich das gerade auch schon mal gesagt. Déjà-vu. Damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.